Hey YouTube, willkommen bei SayWhat. Heute habe ich für euch die Cool Bananas Old School iPad Bag in der Review. Schauen wir uns das Ganze an. Ich nehme das mal hier ab, damit wir was besser sehen können. Und was ihr natürlich sofort seht, das Ganze ist so eine Art Ledertasche. Aber ich sage nur so eine Art, denn es handelt sich hierbei um Kunstleder, was sich dankenswerterweise aber auch im Preis widerspiegelt. Das Ganze kostet bei Cool Bananas 50 Euro, da ist dann eigentlich schon klar, dass ihr dafür keine Ledertasche bekommt. Aber sollte euch das Ding nach der Review interessieren, ihr müsst nicht mal 50 Euro dafür bezahlen. Amazon bietet das Ganze zurzeit, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, für 35 Euro an. Und das ist auch ungefähr der Preis, den es mal vor einem halben Jahr oder so gekostet hat. Also der Preis wird auch so bleiben, denke ich, bei Amazon. Aber schauen wir uns jetzt die Tasche erstmal im Detail an. Also, wenn wir sie hier vorne aufmachen, dann seht ihr hier diese Messingknöpfe, die sind magnetisch. Das heißt, wenn ich das hier zumache, muss ich nicht darauf achten, dass ich hier Druck ausübe, sondern ich muss einfach nur die richtige Stelle finden. Und dann hört ihr dieses Klacken, dann ist sie zu. Also, wir wollen sie aber natürlich jetzt aufmachen. Dann als erstes haben wir hier auf der Außenseite gleich ein Fach. Das können wir hier auch mit so einem Messing-Magnetknopf aufmachen. Dann haben wir hier oben einen Reißverschluss. So sieht er aus. Und den, wenn man den hier aufzieht, ist er natürlich jetzt schon, dann seht ihr hier ganz viele Fächer. Wir haben hier einmal ein weiteres Reißverschlussfach. Da ist so ein kleines, ja, gepolstert würde ich fast sagen, so ein Netzchen drum. Das erinnert mich stark an das Netz, was so um Akku-Packs kommt. Also perfekt, um ein Akku-Pack da reinzuschmeißen. Was kann man noch reinschmeißen? Natürlich das Telefon. Also genug Platz auch für so ein iPhone 6 Plus, so ein dickes. Und natürlich irgendwelche Stifte. Und man könnte noch viel mehr reinschmeißen, aber ich denke, das reicht jetzt. Also, Reißverschluss zu. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben hier noch ein kleines Seitenfach, wenn ihr es seht. So, und wir haben hier noch ein größeres Fach. Und dieses Fach ist gepolstert und deswegen ist das auch eine iPad-Tasche. Denn hier passt locker ein iPad Air mit Hülle rein. Es passen aber auch locker iPad 1, iPad 2, iPad, das neue iPad und so weiter hier rein. Also, wie sie alle heißen, es passt jedes iPad, was bisher erschienen ist, locker hier rein. Auch mit der entsprechenden Hülle, solange sie nicht zu übertrieben dick ist. Also, die normalen Hüllen von Apple passen hier alle locker rein. So, es passen dann natürlich noch weitere Sachen rein. Zum Beispiel können wir hier so ein Buch da rein tun. Komm rein, so. Am besten macht man das, wenn es halt senkrecht steht, aber dann seht ihr halt nichts. Dann passt es auch besser rein. So hängt jetzt ein bisschen das Netz durch und da wollen die Sachen jetzt hängen bleiben. So ein DIN A5 Block passt auch locker rein. Also ihr seht, die Tasche ist gut voll. Jetzt könnten wir den Reißverschluss. Ach, wir können auch eigentlich noch ein zweites Telefon reinpacken. Zum Beispiel hier in diesen gepolsterten Bereich. Beziehungsweise vor den gepolsterten Bereich, dann ist es zumindest von einer Seite gepolstert. Und zwei Telefone, zack. Tasche zu, alles gut. Aber natürlich ist das jetzt alles darauf abgestimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Telefon auch nochmal raus, so ein. Ja, was möchte man? Ein DIN A4 College Block oder so reinpacken möchte oder so ein Schnellhefter, wie ich ihn hier habe, dann wird das Ganze eng. Also ich schiebe das Ganze mal hier rein, weil ich mache das so, ein bisschen schneller, zack, da rein. Und ihr seht, das steht eine ganze Richtung raus. Also das passt überhaupt nicht rein. Jetzt, wenn ich das jetzt mal umklappe, so, das wäre so der College DIN A4 Block, ne? Aber auch das passt noch nicht rein. Glücklicherweise haben sie die Lasche ein bisschen länger gelassen. Das heißt, auch wenn wir den Reißverschluss nicht zumachen können, die Lasche können wir zumachen. Also zur Not geht das, aber natürlich möchte man auch gerne den Reißverschluss zumachen. Und das geht mit DIN A4 Sachen leider nicht. Ist ein kleiner Nachteil an der Tasche, aber das ist auch so ziemlich der einzige Nachteil an der Tasche, den ich gefunden habe. Also holen wir das Ganze mal wieder raus. Packen das beiseite und dann gucken wir uns jetzt die Tasche weiter an. Also den Innenaufbau habt ihr jetzt erlebt. Dann gucken wir uns hier nochmal die Rückseite an. Das ist so ein
ja, wie möchte man das nennen, so ein Zeltstoffartiges. Das ist auch das Innenfutter in der Tasche. Also so, ja, so Nylonstoff ist das einfach. Und hier hinter haben wir noch eine Tasche, auch wieder mit Reißverschluss gesichert, für wichtige Dokumente oder so, die ihr direkt am Körper haben wollt, wo ihr dann mitbekommen wollt, dass jemand am Reißverschluss zappelt. Da könnt ihr das hier nochmal nutzen oder wofür auch immer. Ich benutze diese Tasche eigentlich nie, weil ich die auch immer wieder vergesse, aber gut. Generell zur Verarbeitung lässt sich sagen, ist das Ding gut verarbeitet. Es ist sogar halbwegs wasserdicht, also ich bin damit schon in den richtigen Regenschauer gekommen und es ist alles drin trocken geblieben, wo ich sehr überrascht war, weil doch große Einlässe hier an der Seite meistens rausstehen, aber nö, das hielt. Dann kommen wir nochmal zur Verarbeitung von den Gurten. Das ist ja auch immer ein großer Faktor. Die sind soweit sehr stabil. Also, wenn wir hier eine Schwachstelle haben, dann vielleicht der Lederbereich hier mit der Naht. Aber der ist jetzt nicht instabiler als bei jeder anderen Tasche auch. Hier diese Messingbeschläge, auch wenn sie mir optisch nicht ganz so gut gefallen, diese Gelenke hier sind stabil, da kann eigentlich gar nichts passieren. Da merkt man auch, die sind auch wirklich aus Metall. Also die sollten wirklich was aushalten vom Gewicht. Genauso wie die Gurte. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht erkennen, das Muster, aber das ist, ja, das fühlt sich sehr an wie so Sicherheitsgurte vom Auto. Also auch da bin ich sehr zuversichtlich, dass da nichts passiert. Natürlich ist das Ganze verstellbar mit so einer Schlinge hier in allen Größen. Und ja, von da aus würde ich sagen, ist das Ding auch stabil, um mal schwerere Gewichte zu halten. Sollte kein Problem sein. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Kunstleder zurück. Ich benutze diese Tasche seit, joa, Februar, ist ein gutes halbes Jahr. Und das ist die einzige kleine Macke, die ich bisher dran habe, also die einzige Gebrauchsspur sozusagen. Und ihr seht, ja, es ist hier ein bisschen abgeschliffen, natürlich nicht super schön, aber das ist halt das Schleifen mit der Jeans und das hat man bei jeder anderen Tasche auch. Bei Ledertaschen vielleicht ein bisschen langsamer. Aber bei Kunstleder oder Plastik oder was auch immer ihr für Taschen habt, habt ihr bestimmt auch solche Gebrauchsspuren irgendwann, wenn das halt regelmäßig getragen wird und immer irgendwo dran schleift. Finde ich nicht weiter schlimm, zumal das an einer unauffälligen Stelle ist, aber es soll erwähnt sein. Wie gesagt, halbes Jahr regelmäßig getragen, also mehrfach die Woche und von da aus absolut okay von den Gebrauchsspuren. Die Tasche gibt es in Braun. Und in Schwarz und es ist im Grunde dieselbe Tasche, gleich verarbeitet, das gleiche Teil, einfach nur eine andere Farbe von diesem Kunstleder. Ja, viel habe ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Bitte lasst mir mal in den Kommentaren wissen oder lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr für Taschen benutzt, um euer iPad oder euer MacBook mitzunehmen. Da bin ich immer interessiert und immer auf der Suche nach irgendwas Gutem Neuen. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass euch die Review gefallen hat und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.